Hi Leute, und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Space Astronomie. Diesmal gehen wir her und bauen die Anlage, damit wir sämtliche Prozessoren, also die drei Stück hier, und die ganzen Unterkomponenten dafür, gleichzeitig über Autocrafting herstellen lassen können. Da habe ich etwas offscreen geschaut, damit ich das hinbekomme. Das hat, ja, ein paar Minuten hat es schon gedauert, keine Ahnung, ungefähr eine halbe Stunde. Dafür habe ich es aber hinbekommen, die gesamte Anlage so zu bauen, dass wir bloß zwei Channels verbrauchen. Also momentan sind wir hier bei 22 und wenn die Anlage steht, werden es 24 sein. Okay, dann fangen wir mal an. Als erstes erstellen wir den für die Silicon, Printed Silicon, da brauche ich auch eine, ganz kurz, damit ich es erstmal anlegen kann. Das hier. Dann kommt das wieder raus, das hier kommt hier wieder mit dazu. Dann brauche ich als nächstes... Okay, die muss ich noch kurz herstellen lassen, die drei. Ja. Ja, ich habe das Teil ja abgebaut. Nicht so gut, müssen wir wieder herstellen. Engineering, also brauchen wir einmal... Brauchen wir Diamanten auf jeden Fall, einmal den hier. Dann brauchen wir noch einmal den Dust kombiniert mit einem Sand. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal... Ist das der hier? Ja. Dann lasse ich hier ganz schnell den Dust durchmachen. Ja, sind wir auch fast durch mit dem ganzen Eisen, zum Glück. Jetzt hat den Dust zusammen mit dem Sand. Und das Ganze kann jetzt halt hier unten hin. Okay, diese Sachen, wie zum Beispiel hier die Kristalle, die muss ich noch machen dann später. Aber jetzt halt kann ich die hier erstmal hier reinpacken. Bis die durch sind, kann ich schon mal das Gold kompressen lassen. Ups, da will ich hin. Logic und den hier, dann sollten die Kristalle sind mittlerweile auch da, passt. Dann kann das raus und die hier mit rein. Logic, Engineering und Calculation. Das damit hin, das damit hin, das da. Dann brauche ich hier nochmal ein Gold dazu. Den hier und das hier. Also echt blöd, dass ich jetzt genau das hier vergessen habe. Das, was somit am längsten dauert. Das raussuchen immer. Die hier habe ich dann schon einmal. Dann das hier. Und jetzt das hier. Komm schon, jetzt hat. Okay, damit hätten wir die vier Pattern schon einmal. Dann jetzt die nächsten. Die habe ich sogar alle herin. Das sind das hier. Die Logic-Prozess, da brauche ich... die wollte ich immer in die Mitte setzen. Dann links das hier. Und jetzt brauche ich noch, doch noch einmal so eines. Die kommen... Boah. Nicht 64, den Fehler habe ich schon im Singleplayer gemacht gehabt einmal. Weil dann will der halt wirklich, dass ich 64 platziere. Das sind die Engineering, also brauche ich die hier. Gleich nochmal denselben Fehler gemacht. Klasse. Das hier und dann kommen die hier hin. Rechtsklick zum wieder Blank machen. Und den hier, das sind jetzt die Calculation, das ist das hier. Und damit habe ich jetzt halt alle Pattern hergestellt, die ich benötige. Dann können wir schon mal wieder zurückwerfen, das sind die Sachen hier. Das hier brauchen wir gerade nicht, den brauchen wir auf jeden Fall. Dann nehme ich schon mal die hier wieder mit. Und hier unsere Presse, die eine. Und eigentlich alles, was hier drin ist, brauche ich jetzt halt hier unten. Fangen wir an mit dem Kabeln. Ich habe das jetzt Ganze hier unten so aufgebaut in der Zwischenzeit. Jetzt baue ich hier hinten einfach weiter die Kabel. So weit braucht es, glaube ich, gar nicht sein, oder? Mal sehen wir ja gleich. Da platziere ich jetzt halt der Reihe nach... jetzt muss ich ganz kurz überlegen... Den mache ich hier hin, zusammen mit den ganzen Unterkomponenten.
Calculation und den dann. Dann das hier, Calculation und den hier. Ja, ich hätte die anderen von oben vielleicht doch nochmal mitnehmen müssen. Gold, Silicon und so weiter. Weil ich das doch noch benötige. Das hier. Dann das hier. Habe ich jetzt nichts aufgehen raus? Okay, nochmal, jetzt hat. Und den hier brauche ich auch noch. Das sehen wir dann gleich, wenn ich soweit bin, dass das ziemlich wichtig ist, das Zeug. Dann kommen diese hier ran. Immer. Ich mache jetzt mal mit einem Ab. Na, ich kann keinen Abstand mit rein machen. Dann hoffe ich doch mal, dass das jetzt so auch funktioniert. Weil ich habe es jetzt halt im Singleplayer habe ich halt überall gemacht, dass ein Abstand dazwischen ist, ein Block. Bloß das geht ja jetzt halt hier eher schlecht. Dann mache ich hier jetzt halt überall die mit hin. Da ganz am Schluss auch noch. Da kommt dann die letzte Kiste hin, zusammen mit dem Importbus. Den mache ich hier oben drauf. Hier natürlich. Okay, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich gesagt habe, den komplett voll. Diese auf jeden Fall alle komplett voll. Mit dem hier. Und da noch. Okay, dann habe ich jetzt halt noch 4 Stück. Die passen hier rein, also doch komplett voll. Okay. Dann machen wir hier überall schon mal einen Stack rein jeweils bei den letzten dreien. Die sind sehr wichtig. Dann stellen wir die alle um auf In and Out. Insert normal, der Rest als so hin. Ja, wenn ich so gehe, geht es schneller. Ja, na. Hier und so. Also das ist sehr wichtig, dass ich immer das Out so rum mache. Hä? Na, ich hab wollte bloß einmal klicken. Jetzt. So. So. Und hier drüben Insert Braun. Ja, das passt. Hier Always Active. Das hier. Jetzt fangen wir hier an mit den Basic Item Filter von Ender.io. Die legt man hier mit rein. Dann zum Beispiel in dem Fall möchte ich bloß das Silicon drin haben. Und hier hinten das Metadata mache ich jetzt auch mal überall mit rein. Ich glaube, das brauchen wir zwar nicht, aber schaden kann es jetzt halt auch nicht unbedingt. Den habe ich. Dann mache ich als nächstes den Diamanten. Das kommt bloß auf die Reihenfolge jetzt halt drauf an, die muss ich halt selber überlegen. Beziehungsweise mir merken, damit ich jetzt die richtigen Pressen reinlege. Silicon. Dann brauche ich die Logic. Jetzt bin ich mir schon wieder nicht sicher. Welche, nicht das hier, sondern so. Das ist die in Engineering, die braucht einen Diamanten. Hier habe ich gesagt Diamant, also Engineering. Hier die Calculation. Jetzt hat hier fehlen mir schon wieder die letzten Sachen. Mist. Muss ich doch noch einmal kurz hoch, um den Rest zu holen. Da brauche ich jetzt die drei hier. Ja, genau die brauche ich. Das stimmt so. Und brauche ich noch mehr? Bloß noch das Redstone und noch ein so Printed Silicon wäre nicht schlecht, aber den kann ich ja jetzt mittlerweile bestellen. Einmal bestellen, passt. Und schon sollte ich ihn irgendwo haben. Hier ist er. Gut. Dann platzieren wir die Sachen auch noch. Da muss ich jetzt halt auch, naja, aufpassen muss ich jetzt halt bei dem hier eigentlich nicht. Also erst das Redstone, dann den hier. Und dann sagen wir, ich will da Logic. Hier will ich Redstone, den hier und dann den Engineering. Und hier Redstone, Silicon und den Calculation. Das passt jetzt alles. Das passt auch. Die passen auch alle.
Der müsste auch passen. Und das hier auch, oder? Und hier habe ich auch alle drin. Stimmt. Dann sollte es jetzt normalerweise funktionieren. Also ich habe mich jetzt irgendwo vertan, aber normal nicht. Die müssen wieder, die kann ich mit reinwerfen. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Silicon lasse ich mal heraus. Dann, ich bestelle jetzt einfach mal der Reihe durch. Als erstes das Silicon. Funktioniert. Als nächstes will ich die Logic. Funktioniert. Dann die Engineering, das sind die mit den Diamanten. Dauert immer, hat auch funktioniert. Die Calculation, das ist jetzt der Kristall, also muss ich gleich nochmal so einen Kristall kurz herstellen. Damit ich gleich weiter testen kann, den Rest. Weil das halt noch ein paar mehr Sachen sind, wo ich durchprobieren muss, bis es dann, dass ich weiß, dass halt alles funktioniert. Die muss ich gleich nochmal reinwerfen hier. Das ist das nächste, was ich anlegen kann. Und hier hinten passt auch noch alles. Ja, ja, ja. Ja. Das, das und das passt alles. Gut. Weil dann habe ich jetzt auch den dritten Circuit schon. Passt. Aber jetzt die Kristalle sind auch wieder da. Also das stimmt auch schon einmal. Die werfe ich wieder hier mit rein. Jetzt probiere ich mal, die muss ich erstmal komplett ausleeren hier, damit sie mir unten wieder angezeigt werden und ich halt testen kann. Ich sage jetzt das hier, Start. Dann sollte es etwas dauern, aber es sollte gleich da sein, oder? Und er ist hier, hat funktioniert. Den hier, das ist jetzt der mit dem Pure Crystal, der ist schon einmal weg. Dann sollte jetzt gleich der hier sein, hat auch funktioniert. Und das ist jetzt der mit dem Diamanten. Und der hat auch funktioniert, passt. Und jetzt schauen wir mal nach unten. Ob hier, das ist jetzt das Wichtige, ob das funktioniert hat. Hier sind 64, hier 64 und hier ist 64 von allen drin. Die Kiste ist leer. Ja, und die kann ich nicht aufmachen, weil ja der Block oben drüber ist, aber die müsste auch leer sein. Und das Ganze funktioniert jetzt so. Die ersten vier ist ja ganz einfach. Der hier legt die ersten vier Rezepte, das jeweilige, was ich brauche, die Items hier rein in die Kiste. Die werden rausgezogen, können aber immer bloß in eine bestimmte Inscriber reingelegt werden, durch die Whitelist von dem Itemfilter. Somit landet immer Silicon bei dem herin, Gold immer bei dem, hier immer Diamanten, hier immer die Pure Certus Crystal. Ja, so heißt er, oder? Pure Certus Quartz Crystal. Okay. Also kann auch niemals irgendeins von diesen Items woanders landen, außer in einem von diesen vier. Dann, wenn ich hergehe und sage, ich möchte eines von den zusammengebauten haben, legt er wieder alle drei Items rein, also den Printed Silicon, Redstone und den Logic Circuit. Da geht er her als erstes, legt den Logic Circuit hier rein, weil dafür ein Platz frei ist. Der wird hergestellt, dadurch geht das Redstone und Silicon geht eins raus. Dadurch wird wieder ein Platz frei und das, was hier vorne noch in der Kiste ist, wird nachgelegt. Und das kann auch wirklich bloß hier rein, weil hier ist ja unten jeweils nicht angegeben, dass das Zeug rein kann. Also können die schon mal in diesen vier nicht landen. Und diese zwei sind ja auch immer voll, somit bleibt wirklich bloß dieser Slot. Und der legt sie immer genau da rein, wo er gerade was hergestellt hat. Also das Redstone und das Silicon, was ich hiermit angegeben habe im Rezept, das ist wirklich bloß zum Nachfüllen. Und das wird einfach dann halt wieder nachgefüllt, weil hier wird ja eins jeweils verbraucht. Und das Ganze, wenn es jeweils fertig ist, wird dann über den braunen Kanal, also das Output ist braun in dem Fall,
Und da ich hier braun Eingang gesagt habe, kann das auch wirklich bloß in dieser Kiste landen und wird da wieder rausgesaugt. Und jetzt habe ich halt hier einen Import-Bus und ein Interface, das heißt, es sind jetzt bloß zwei Kanäle verlinkt. Und wenn wir jetzt mal hier oben schauen, vorhin hatten wir 22 und jetzt sind es 24, genau wie ich gesagt habe. Weil die Inscriber selber verbrauchen keine Channels. Und das ist ja doch dafür, dass ich eigentlich eine komplett komplexe Anlage gemacht habe mit wie viel? 7 Autocrafting-Rezepten und 7 solchen Inscribern und alles, ist das eigentlich richtig gut geworden, dass das halt wirklich so einzeln funktioniert. Ja, und weniger als 2 geht wirklich nicht, weil du brauchst einen zum Exportieren und einen zum Importieren. Also weniger als 2 ist einfach unmöglich, dass hier funktioniert. Ja gut. Hier vorne habe ich jetzt die Deep Storage Units noch dort. Ich habe auch Item Frames hingemacht, damit ich immer sehe, was drin ist gleich. Ja, ist einfach bloß dekomäßig, bräuchte ich gar nicht. Oh, jetzt bin ich wieder hier hochgesprungen. Dann machen wir jetzt halt noch kurz den Pulverizer. Können wir den herstellen? Ja, ich bin doch im richtigen, oder? Item, ja. Den hier brauche ich einmal. Hä? Ist das nicht der richtige? Ah, nö, da bin ich aber dem. Da brauche ich ja die. Wie heißen's? Diese komischen Dingkästen für die Mitte. Den Pisten brauche ich noch einmal. Da brauche ich ihn noch dann Holz schnell. Dann stelle ich schnell noch den Pulverizer her. Okay, ich habe jetzt sämtliche Einzelteile hergestellt. Bin auch gleich hergegangen und habe noch so etwas gemacht. Damit ich jetzt halt. Da bräuchte ich noch einen Mist. Da brauche ich als erstes noch. Muss ich noch einen kurz hier durchmachen, damit ich jetzt einfach das Haupt, das Quarz auch gleich. Als erstes muss ich jetzt sagen, ich will den hier. Dann, wenn ich das habe, muss ich sagen, ich will den und den hier zusammengefügt haben. Habe ich noch irgendwo Disketten? Nein. Brauche noch mindestens 2 Stück. Wo sind sie? Da. Wenn ich das habe, möchte ich. Muss ich schnell herstellen. Das hier. Damit dazu. Okay, dann habe ich die auch schon einmal. Und na, ich kriege ja jedes Mal 2 raus. Scheiße, jetzt habe ich das andere schon wieder nicht. Jetzt kann ich es wieder nicht. Ja, komm schon. Das hier. Und dann brauche ich hier nochmal einen. Ah, das ist jetzt gerade echt nervig, dass ich das wieder falsch gemacht habe. Das hier habe ich jetzt. Und wenn ich jetzt den hier mache und den hier, bekomme ich das hier. Jetzt habe ich das zumindest schon mal alles. Dann kommt jetzt, hier kommt der hier mit rein. Der passt schon einmal. Hier kommt jetzt der mit rein. Und dann habe ich noch einen vergessen. Mist. Fehlt mir jetzt halt noch der letzte. Da brauche ich jetzt halt nochmal so eines. Wo ist er? Da. Da kommt jetzt das rein und das hier. Und damit sollte ich jetzt halt alle haben. Hier unten ist glaube ich noch der hier frei, also kann ich das hier reinmachen. Hier hinten noch den hier mit. Dann mache ich hier schon mal die Kabel hin für den Strom. Den müssen wir dann auch gleich legen. Machen hier das. Sagen hier auch wieder In and Out. Insert ist wieder grün, da kommt Sand rein.
Und Ausgang ist braun, always act. Okay, in and out geht nicht. Da kann ich bloß insert machen. Und Ausgang muss hier sein. Das muss ich jetzt dazu machen, blöderweise, weil ich ja dem nicht sagen kann, der Maschine an sich nicht sagen kann, dass sie an einer und derselben Seite Ein- und Ausgang hat. Den mache ich mal alles weg. Oben ist blau und rechts ist orange. Das passt. Und hier oben muss noch ein zweites mit rein, und zwar der hier. Damit ich den Quarz-Dust rausbekomme. Hier sind die zwei drin, passt. Dann legen wir noch schnell den Strom. Da muss ich jetzt halt so blöd hier außen rumgehen, weil da schon wieder das Kabel im Weg ist. Das muss ich irgendwann mir was Besseres überlegen, wie ich das alles mache mit dem Strom. Da hoch, hier muss ich noch entlang. Dahin, dahin. Und hier, dann sollte der jetzt Strom haben. Und wenn ich hier reinschaue, kann ich jetzt den Dust bestellen, die Kristalle, die Seeds und den Kristall selber. Mache jetzt zwei Stück, weil der immer gleich zwei herstellt. Mach mal das hier und dann sollte der doch eigentlich recht schnell durch sein, hoffe ich. Macht der jetzt fertig? Hoffe ich jetzt. Wo hängt der irgendwo? Irgendwo hängt er. Hier sehe ich nicht rein und hier kommt da was an. Da ist auch nichts herin. Das kann jetzt eigentlich bloß hier hängen und das sehe ich nicht rein, blöderweise. Wenn ich den wegbaue, dann fallen jetzt die ganzen Dinge wieder raus. Da ist aber nichts herin. Dann mache ich jetzt halt nochmal das ganze Zeug rein. Den hier, den, das hier und das hier. Dann hoffe ich doch jetzt mal, wenn ich oben schaue, dass das Ganze drin ist. Vielleicht hat das ja bloß etwas gedauert. Na, der kommt nicht an. Komisch. Probieren wir jetzt halt mal ganz kurz das hier, ob die funktionieren, die Silicon. Sand habe ich ja auch noch hier drin. Das hat funktioniert, seltsamerweise. Habe ich irgendwo anders einen Fehler gemacht? Ah, ich glaube bei der einen Pattern ist ein Fehler. Das ist kein Processing, sondern das ist ein... Wie heißt's? Ein Crafting. Jetzt hat. Und das habe ich, glaube ich, als Processing gemacht. Machen wir die nochmal blank. Das hier. Zwei solch. Na, nicht zwei solche, sondern sowas. Und jetzt hat, wenn ich ihn unten reinmache, sollte es funktionieren, hoffe ich. Schauen wir mal ganz kurz hier. Habe ich schon jetzt halt diese Kristalle drin? Nein. Zum Glück. Das kommt auch mit raus, damit er jetzt von ganz vorne anfängt. Start und... Ja, jetzt dauert es etwas, bis die durch sind. Ich habe die zwei. Es funktioniert also. Gut. Ja, hat doch länger gedauert als gedacht. Okay, dann war es das aber wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal.